Das Buch der Woche ist diesmal ein Hörprojekt der Woche. Das hier in groß und das in klein sind 9 CDs mit 420 Gedichten. Ja, das wussten Sie gar nicht, dass es so viele Gedichte gibt. Es gibt noch mehr. Von 122 Autoren aus 100 Jahren. Und das Besondere an dieser Glanzleistung des Münchner Hörverlages ist es, alle Gedichte sind von den Autoren selbst gesprochen. Das war der Sinn dieser prächtigen Anthologie, die Stimmen der Dichter hörbar zu machen. Und das ist jetzt gar nicht so einfach. Wir denken, in meinem Internetzeitalter gibt es alles. Gibt es aber nicht, denn manche Sachen sind ja nie aufgezeichnet worden. Das kriegt man, wenn man lange forscht, in alten Hörfunkarchiven. Und das muss eine große Arbeit gewesen sein, das alles zusammenzutragen. Von kleinen und größeren Bühnen, vom Radio. Die Herausgeber haben Wühlmäuschenarbeit betrieben. Und das älteste gefundene Gedicht ist von 1907. Da spricht Hugo von Hoffmannsthal sein berühmtes Gedicht Manche freilich. Manche freilich müssen drunten sterben, wo die schweren Ruder der Schiffe streifen. So hört sich das ungefähr an. Andere wohnen bei den Sternen oben, kennen Vogelflug und Länder der Sterne. Natürlich spricht kein Mensch mehr heute so, aber es ist irgendwie auch schön, von 1907 mal eine Stimme zu hören. Mit diesem Bühnenpathos und diesem Singsang. Ein Mammutunternehmen. Es ist nicht immer ein Genuss. Es klingt wirklich so, wie ich gerade gesprochen habe. War ja auch die Technik damals noch nicht da. Aber es ist trotzdem was ganz Fantastisches, wenn man diese Stimmen hört, wie sich auch die Vortragsart im Laufe der Jahrzehnte, man kann sagen im Laufe eines Jahrhunderts, verändert hat. Die Dichter sind auch nicht immer die besten Interpreten ihrer eigenen Sachen. Auch das ist zum Lachen. Und manchmal sind sie nicht gut und sind doch die Besten. Zum Beispiel Ingeborg Bachmann. Die war ja so verhuscht und so leise und hatte diesen österreichischen Akzent. Und Bachmann-Gedichte kann nur die Bachmann lesen. Wenn da eine Schauspielerin volltönend kommt mit Sprechgesang, klingt das furchtbar. Natürlich ist die Bachmann auch drauf. Und wir hören Stimmen von eben 122 Autoren, zum Teil ganz vergessene Stimmen. Hermann Hesse, Gottfried Benn, Rolf-Dieter Brinkmann, Karl Kraus, natürlich die Bachmann, Rose Ausländer, Hilde Domin, Alfred Kerr, Rainer Kunze, Ringelnatz, der sechselt so furchtbar, wenn das seine Gedichte liest. Erich Kästner, total nüchtern wie ein Bürofachangestellter. Also, die Bibliothek der Poeten gibt es mit den 9 CDs in einer Prachtausgabe hier. Da sind dann noch Faksimile-Texte der Gedichte drin. Also das sieht dann, wenn man das mal so, aber da seht ihr auch nicht viel. Also da sind unten drin die CD und ein Booklet. Frau Heidenreich, wird es denn werden? Wir rascheln. So, hier, ne? Da ist die CD drin und ein schickes Booklet. Und hier sind ein paar Gedichte in den Originalhandschriften der Dichter auch. Das Ganze ist dann etwas teurer, kostet etwa 100 Euro. Hier ist das Ganze in einfach und klein, nur 9 CDs, ein Booklet, rund 50 Euro. So, gutes Geschenk für Literaturliebhaber. Aber für ein Buch, wir machen ja das Buch der Woche, ist doch noch Zeit. Ich muss mich nicht mehr outen als größter Tomi Ungerer Fan. Man weiß es von mir und trotzdem überrascht er einen immer wieder. Dieses hier, Sloty. Tomi Ungerer ist der Mann mit Kein Kuss für Mutter, die Räuber, dann drei Räuber, Otto der Bär und dann immer die schönen erotischen Sachen, die ganzen Unanständigen für Erwachsene. Und auch für Kinder schmuggelt er immer irgendwo was ein. Also, das ist Sloty, im Grunde Rotkäppchen auf modern. Sloty düst mit dem Motorroller durch den Wald zur Oma, dann gibt es einen Unfall. Hier düst Sloty, kann man das sehen? Dann gibt es einen Unfall und dann kommen die Zwerge und reparieren das Motorrad. Dann fährt Sloty wieder los und ist jetzt so schnell, dass er oder sie glaube ich, Sloty düste durch den Wald, sie hatte es eilig. Sie fährt den Wolf an, das ist mein Lieblingsbild. Der Wolf liegt mit Oma im Bett und sie werden da schön verbunden. Und es wäre ja nicht Tomi Ungerers Buch, wenn nicht Solidarität drin vorkäme. Sein großes Thema hier nach einer Naturkatastrophe. Es gibt ein Erdbeben, die Häuser wackeln oder ein Vulkanausbruch, irgendwas. Also der ganze Wald wackelt. Und der Wolf muss mithelfen beim Aufräumen. Der böse Wolf muss nämlich das Rotkreuzkästchen tragen und das Schnapsfässchen ziehen, damit alle wieder, seht ihr das? Kann man das sehen? Ist das nicht schön? Am Ende gibt es natürlich eine orgiastische Feier, wie immer bei Tomi Ungerer. Und dann wird gegessen, getrunken, geliebt. Ach Tomi, du bist und bleibst der Lebendigste und der Beste von allen. Hier, mit Sloty kann man gar nichts falsch machen. So, Jahreswechsel naht, Weihnachten naht, nächste Woche Kalender und die ultimative Weihnachtskrippe dürfen Sie nicht vergessen. Und natürlich Kalender, nicht Gemüse, Alpenblumen und Bernhardiner, nur Katzen und Musik.
und ein bisschen Literatur. Also bis nächste Woche. Tschüss.